und herzlich willkommen zum Battle Let's Play von Star Wars X-Men Alliance mit der Balance of Power Kampagne auf Dark Souls Quest Pack mit der Rebellen. Ich bin Exekutrix. In der letzten Mission haben wir erfolgreich die Ayra-Führung von ihrer Fabrik evakuiert, bevor sie den Imperium in die Hände fielen, nachdem die Compiler vernichtet wurde. Jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. So. Schützen Sie eine Versorgungsoperation im Kurs trifft. Die Schmugglergruppe, denen wir wichtige Informationen gegeben haben, hat angeboten, dass sie die Kriegswaffen besitzen, die wir so dringend brauchen. Wir werden uns mit denen treffen. Also wir suchen nach Atombomben nahe ihrer versteckten Basis, um unsere Möglichkeiten aufzufüllen. Unsere Aufgabe ist, die Andock-Operation zu überwachen und die Contents, die Fracht der Schmuggler zu überprüfen. So. Clanlead Tamaron hat angeboten, uns zu unterstützen mit Lenkwaffen, die wir brauchen, als Dankeschön für unsere Unterstützung. Er hat uns informiert, dass ein rebellischer Clanleader Hai nicht an seinen idealistischen Motiven interessiert ist. Und Lai will einen Friedensvertrag mit dem Imperium schließen. So. Es hat lange ein brüchiger Waffenstillstand zwischen den Fraktionen geherrscht und die Angst vor einer Angriff ist sehr groß. Also Unterstützung für die Hilfe wird Staffel Rot eine Patrouille fliegen und die Andock-Operation überwachen. Wir haben die volle Unterstützung von Rook und Gold. Wir müssen jeder Anweisung aus Neues Alliierten folgen. So. Also wir müssen diese Andock-Operation überwachen, aber es könnte auch zu Störungen kommen. Überprüfen wir mal unsere Bewaffnung. Wir fliegen in X-Wing, wir sind bewaffnet mit Magpuls. Unsere Ziele sind... So, der Transporter Attila darf nicht zerstört werden und Rebellensternschiffe dürfen jeweils nicht zerstört werden. Alle Schmugglergruppen müssen inspiziert werden. Die Condor muss die Mission unterstützen, erledigen. Der Frachttransporter Lymdi und Eurien und sowie ebenfalls. Dann schauen wir mal an. So. Wir müssen Feind bei T-Wings müssen jetzt alle Schiffe am besten identifizieren. So, T-Wing Bravo. Und jetzt los. Start. Da war eine Einheit gestartet. Ah, der haut ab. Ihn erwischen. Ja, gar nicht. Wie soll ich den kriegen? Ha, ha, ha. Jetzt mal zurück zum A-Wing und überprüfen sofort das Schiff. Ich müsste jetzt eigentlich nah genug rankommen, um sie untersuchen zu können.
aber die Kinder ist identifiziert. Fangen wir erstmal an, hier die Anlage zu prüfen. Das ist die modifizierte Korvette. 44% haben wir überprüft. Also gut, dass ich hier jetzt auf den Alien gewechselt bin. Mit dem hier oben. Ebenfalls untersuchen. Hey One, attacking craft dead ahead. Attila. Haben wir überprüft. Der Clan ist angetroffen. Was? Lasertürme wie verrückt. So, ja, die kriegen die natürlich auch wieder auf Fett weg. Ja.
So, es taucht das Imperium auf. Na ganz toll. Angriffskanonenboote. So was aufgetaucht. Halten sich darauf vor, dass wir an Bord kommen. Na super, der schießt auf die Korvette. Ganz toll. Das heißt, wird die Korvette wohl kapern. Natürlich. Welches Schiff ist es? Lundi und Urian. Lundi springt aus dem Hyperraum. So, ich habe 6 Jäger an. Message from convoy craft. They've completed their docking operation. So. Die weg sind, dann können wir bald auch abhauen. Gott sei Dank. Dass sie wegkommen zum Wald. Die sind bereit, mich umzuspringen. Sehr schön. Von da ebenfalls. Zerstörer in Schussweite kommt, wird Schluss sein. So, die Tonda ist in Hyperraum gesprungen. Die Orion ebenfalls. Ich habe jetzt noch 10 Kilometer weit weg. Hm. Ein
tatsächlich benannt nach dem Flugzeugträger. Da sind die Händler an Bord. Bei den Hyperraum zu springen, die war es viel zu gut weg. Und ja. Müsste sich jetzt ebenfalls zurückziehen. Imperial Training seems a bit lack. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Aber deswegen. Eben. Report on base. Their hull is damaged. Base update. Their hull is heavily damaged. Und die Wasp ist mit mal in Schussweite. Base update. They're about to be destroyed. Base update. They've been destroyed. Toll.